Heute Vormittag war es noch ein Gerücht, nun ist es offiziell. Die amerikanische Terminbörse ICE will die NYSE Euronext übernehmen und damit den Betreiber der Börsenplätze an Wall Street in Paris, Amsterdam und Brüssel. Man bietet dafür 33,12 US-Dollar je NYSE-Aktie in bar und in eigenen Aktien. Die Aktien der NYSE sprangen deswegen auch zu Handelsbeginn an Wall Street um mehr als 30% auf knapp 32 US-Dollar. Analysten sagen, dass für die ICE insbesondere die britische Terminbörse Live interessant gewesen sein könnte. Sie gehört ebenfalls zum NYSE-Bouquet. Die ICE ist selbst im Rohstoffbereich sehr stark, während die Live im Bereich der Zinsderivate eine führende Marktposition hält. Die Aktien der ICE, also die Aktien des Übernehmers, starteten zwar an Wall Street zunächst einmal im Plus, dann kam allerdings etwas Druck auf und das Papier liegt mittlerweile rund 3% im Minus. Hier in Deutschland gab es am Nachmittag auch eine sehr interessante Meldung. Und zwar tritt René Obermann, der Vorstandschef der Deutschen Telekom, Ende kommenden Jahres zurück. Sein Nachfolger soll aus dem eigenen Haus kommen. Es ist der aktuelle Finanzvorstand Timotheus Höttges. Höttges kündigte bereits an, die Linie von Obermann fortzusetzen. Er möchte die Umsatzschrumpfung bis Anfang 2014 beendet sehen und dann wieder auf einen Wachstumskurs einkehren. Die Aktie der Deutschen Telekom zeigte keine allzu große Reaktion. Sie notiert aktuell mit einem Plus von 0,3%. Der deutsche Aktienindex insgesamt wenig verändert. Ein ruhiger Nachmittag, den wir hier sehen. Der Markt aktuell bei 7.665 Zählern. Das ist ein Minus von gerade einmal 2 Punkten. Schafft der deutsche Aktienindex in der noch verbleibenden Handelsstunde den kleinen Sprung zurück ins Plus, dann wäre das der 5. Tag in Folge mit Kursgewinnen. Morgen übrigens großer Verfallstermin, sogenannter Hexensabbat an den Terminbörsen weltweit. Von dieser Seite also durchaus nochmal ein interessanter Handelstag möglich. Schauen wir auf die einzelnen DAX-Werte. Dort sehen wir die Continental-Aktie als größten Gewinner. Volkswagen, RWE und Bayer folgen mit Aufschlägen von knapp 1%. Bei den Verlierern sehen wir insbesondere Werte, die zuletzt die Rallye des deutschen Aktienindex angeführt haben. So beispielsweise ThyssenKrupp, Infineon oder auch Henkel mit einem Minus zwischen 1 und 1,5%.